Hallo Freunde und willkommen! In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir 360 Grad Videos auf YouTube hochladen bzw. wie wir die Videos für den Upload vorbereiten, damit diese auch als solches erkannt werden von YouTube als 360 Grad Videos. Zunächst einmal brauchen wir natürlich eine 360 Grad Cam und die dazugehörige Software hier, die kann man ja, meistens kostenlos aus dem Internet herunterladen, am besten von der Supportseite des Herstellers natürlich. Ich habe jetzt hier eine SP360 hier von Kodak. Die Software habe ich mir hier heruntergeladen. Nachdem ich oder wir die Cam mit unserem PC verbunden haben oder die Speicherkarte zumindest, können wir die Software hier starten. In meinem Fall, wie gesagt, hier die Pix Pro SP360. Und nun haben wir jetzt hier die Möglichkeit, hier ist einmal die Cam, was bei mir jetzt ausgegraut ist, und hier Disk. Ja, je nachdem, wo die Filme jetzt gespeichert sind, wir können einfach hier mit einem Doppelklick auf dem Disk und einfach zu den richtigen Ordner hier navigieren. Das ist jetzt die Karte von meiner Cam. Und die Filme sind jetzt hier in den Ordner drin. Einfach hier markieren und mit OK bestätigen. Und schon werden die Filme hier geladen, Habe ich hier zwei Filme beispielsweise. Ich wähle jetzt mal den ersten hier aus, dass ich jetzt vorbereiten will für den Upload. Und genau, hier Magic Flat, das ist okay so. Ja, einfach hier zack, markieren. Und hier haben wir nochmal die Möglichkeit, wir können jetzt hier einfach speichern als, zack, und dann irgendwo auf dem Desktop. Oder wir können auch einmal schneiden hier, wenn wir wollen, beispielsweise den Anfang hier schneiden, dann hier die ersten paar Sekunden beispielsweise, dann müssen wir einfach diesen Hebel hier dahin bewegen, wo wir das haben wollen, und alles, was jetzt Fischen ist, wird halt gerendert sozusagen. Wir können das jetzt vielleicht, ich mache das jetzt mal, weiß ich nicht, 20 Sekunden jetzt hier den Anfang, damit das nicht so lange dauert. Das dauert richtig lange, hier muss man geduldig sein. Genau, dann wird jetzt halt hier der Rest hier abgeschnitten. Und zwar habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir mussten jetzt hier auf Rec klicken und dann hier irgendwie Namen vergeben und speichern irgendwohin. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem PC liegt oder ob ich da falsch gemacht habe. Ich habe jetzt hier bei diesen Funktionen immer irgendwie die Erfahrung gemacht, dass es mal funktioniert, mal nicht. Das Video wird nicht so richtig gerendert. Bei mir jedenfalls. Deswegen mache ich das jetzt über einen kleinen Trick, wenn man so will. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, das Video direkt zu sharen, hochzuladen. Und zwar einmal auf YouTube oder Facebook hier. Zack. Genau, und ich gehe hier einfach auf Share, zack, und hier müssen wir nochmal die Position der Cam auswählen, wie die Cam stand, als wir den Film aufgenommen haben, das Film. Wir haben jetzt hier einmal die Möglichkeit, hier im Stehen, Kopf rum, andersrum, oder mit Display nach oben oder mit dem Display nach unten eben, die vier Möglichkeiten haben wir hier. In meinem Fall stand die Cam jetzt hier mit dem Display nach oben. Ich wähle das hier aus. Und wenn ich jetzt auf OK drücke, klicke und hier Test 1 auf dem Desktop, OK, MP4 und Speicher, hier ist schon meine Datei hier. Schon geht es los. Das dauert einen kleinen Moment, Das ist jetzt, wir hatten jetzt hier glaube ich 20 Sekunden, je nachdem wie lang das Video ist, dauert dementsprechend lange, da muss man wirklich ein bisschen Zeit mitbringen hier, ein bisschen Geduld, das dauert. Genau, das ist jetzt bei mir schon durch, jetzt ist der Uploader hier, das brauche ich jetzt aber nicht, das klicke ich jetzt einfach mal weg hier, Upload YouTube, okay, wir können das jetzt einfach mal, ich schließe mal. Ganz kurz, okay. Und jetzt auch, also ich habe das jetzt den Upload oder die Anmeldefenster über den Task Manager abgeschossen. Und jetzt einfach auf Ende klicken und schon haben wir unseren Film hier, unser Video, unsere Datei.
Die Software hier, das können wir schon schließen. Wenn wir jetzt starten, sieht hier so aus, ja. Allerdings, wenn wir das jetzt, dieses Video jetzt direkt auf YouTube hochladen, dann wird auf YouTube auch genauso angezeigt. Das wird nicht als 360 Grad Video erkannt. Ja, die Steuerung hier, das kommt nicht. Und wir können nicht, ja, wir haben keinen Rundumblick. Und zwar dafür müssen wir jetzt nochmal, da gibt es hier diese, Special Media Metadata Injector. Das ist ein kostenloses Programm auch, den Link lasse ich euch unter dem Video auch, ja, zum Herunterladen. Einfach starten das Programm mit einem Doppelklick, da öffnen sich hier das Fenster. Hier einfach auf Open klicken, dass unsere Datei, unser Video auswählen, in meinem Fall hier Test 1. Und hier ganz wichtig, ein Häkchen hier setzen, falls nicht, ja. Mein Video ist Spherical 360, den Haken hier setzen, hier nicht, nur hier oben, und einfach Inject Metadata, und hier wird nochmal ja, eine neue Datei gespeichert, hier ein neues Video erstellt. Das, wenn das jetzt durch ist, können wir das direkt schließen hier, und schon haben wir jetzt hier unser Video, das neue Video sozusagen, das heißt jetzt Test 1 injected. Und das sieht jetzt hier natürlich erstmal wieder immer noch so aus. Allerdings, wenn wir das jetzt auf YouTube jetzt hochladen, dann wird das auch als 360 Grad Video erkannt und funktioniert alles wunderbar. Genau, also was wir jetzt machen müssen, einfach nur noch die Datei hier, die injected, ja, hochladen. Und ja, das Ergebnis könnt ihr dann sehen, nachdem ich das hochgeladen habe. Den Link lasse ich euch das dann nochmal unter dem Video. Genau, das war es auch schon alles erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.